Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Street Fighter 5. Wir sind hier im Ranked Match, das nächste Online-Spiel, also Online-Fight. Mal sehen, ob wir gewinnen, weil die ganzen Aufnahmen, wo ich hier gemacht habe, die vergangenen, da habe ich ja bisher immer gewonnen. Ja, dann schauen wir mal. Oh, Deutschland gegen Deutschland. Erst Level 129, ich Level 25. Gut. Schauen wir mal, was daraus wird. Ob ich gewinne oder dieses Mal verliere. This is the path of my destiny. I am Rashid of the Turbulent Wind. Remember the name well. Round one. Fight. Alter. Nicht so böse hier. Na komm schon. Alter. Ah, der hat seinen Power eingesetzt. Bäm, jawohl. Ja, er hat seinen Power eingesetzt, aber ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Aber okay. Nein, ich will doch meinen Power einsetzen. Ja, verbrenne. Bam, Alter, das hat abgezogen. Das hat abgezogen. Und tschüss. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gar nicht mehr gezockt. Ich will auch auf jeden Fall mit anderen Charakteren noch zocken im Online-Modus. Aber erstmal immer mit ihm, weil ich mit ihm eigentlich am besten momentan, ja, zocken kann. Und yo. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch eine Story durchzocken. Nein, zurück zum Hauptmenü. Wenn die Story durch ist, natürlich werde ich dann nur noch online zocken. Natürlich dann, das werde ich dann zurechtschneiden mit mehreren Online-Gegnern. Vielleicht hier mit der Kampflaunch, aber da muss ich noch sehen, wie ich das dann mache. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Story-Modus, Charakter-Story. Und dann schauen wir mal, mit wem soll man jetzt mal hier durchzocken. Mit Zangief hatten wir das letzte Mal durchgezockt. Ja, mit der Kami haben wir auch schon durchgezockt. Na komm, ich würde mal sagen, wir zocken mal hier mit Vega durch. Ballade der Gier. Schauen wir mal, wie seine Story so ist. Ja, es gibt ja immer 4 Stück. Ist eine kurze, aber sehr interessant gemacht eigentlich. Nur ich fand halt Vorgänger Street Fighter auf jeden Fall viel besser. Only a beauty born from the flame of emotion is truly valuable. Yes, exactly like this one. Not done yet. I can taste it. Your anguish is delicious. What did you... Why are you so desperately pursuing Shadaloo? Hatred? Or do you seek atonement? Shut up! Your eyes are dancing between the past and the present. It's beautiful. I told you to shut your mouth! Are you trembling? So, wir kämpfen hier gegen die Kami. Und ich schaue mir mal kurz an hier die Befehle von Vega. Boah, was sind das für eine Attacke? Ja, wie immer, ne, da weiß man gar nicht, was man machen soll, weil man den Charakter nicht kennt. Aber okay, es ist ja die Story, da kann man halt einfach so blind hineinzocken. Da finde ich eigentlich noch okay. Dann schauen wir einfach mal. Aha, das war schon mal eine Attacke.
Wie geht... Ey, wie geil. Das ist die Attacke, wo er so komisch... Ja, die würde ich mal gerne treffen. Aber er trifft nicht. Ja, mit der... Ich würde mal gerne treffen. Das... Mit der treffe ich nicht. Ja, okay, die da. Die weiß ich jetzt. Aber die, ja. Genau die. Ja, Vega ist auf jeden Fall schon cool. Der ist auch sehr schnell. Nur muss man halt mit ihm auf jeden Fall die Techniken üben. I wouldn't kill you yet. It's much too early to pluck your beauty. Much too early. You may leave. Oh, I wasn't aware that you were here, Mr. Vega. The upgrades I applied to the new and improved dolls, were they to your liking? I have, of course, increased their combat power, but also enhanced their connection to psycho power. So now they will faithfully follow the orders of Shadaloo. They are perfect weapons. Do you not realize the ugliness of your own deeds? How pathetic. Huh? How dare you mock Shadaloo's second hand? You would be wise to mind your tone. Das ist Vega scheißegal. Er verspottet, wem er will. Well then, allow me to teach you the hierarchy and your place in it. Ugly. Okay, dann zeigt man das mal. Ich würde mal gern diese Attacke landen. Also, muss ich dazu ganz nah sein? Moment, das teste ich jetzt mal aus. Ach, komm mal her. Hä, komisch. Naja. Egal jetzt. Bam! Alter, das war ja echt eine Mega-Attacke. Haha, fangen, komm. Fang, fang mich. Er heißt ja Fang. Aber hier der Hintergrund war, ist echt geil auf der Map gerade gewesen. It seems you were better than I thought. However. Pardon, sir. What is it? We have found body number 006. It's working in conjunction with Killer B. 006 and that eyesore Killer B working together? We will remove the traitor, and then we'll proceed to recalibrate 006. Where are they? Right here. Are you trying to escape? I'm tired of seeing your ugly face. That contemptuous little bastard. Er verspottet ihm ohne Ende. I found you. Hm? Oh, fun. Such boorishness. What's this? Why is she fighting so hard for a doll? The beauty of self-sacrifice will only last for a fleeting moment. Kimmy! Not anymore. I'll never let any of you be used again! Being tormented by the shadow of your former self and how you suffered, that struggle was the very core of your beauty. In case you have forgotten, why don't I remind you? By waking that pain! Gut, wir kämpfen gegen Kami. Kami ist ja übelst stark. Und auch auf jeden Fall sehr beliebt im Online-Modus, wie ich schon öfters bemerkt habe.
Ja, ich bin gerade hier ein paar Dinger am Testen. Ja, ist schon cool beweglich, nur halt nicht so einfach die Kombination hinzubekommen. Not now. I can't lose. Not just yet. I see. What's so damn funny? I don't think you comprehend the danger of the path you've chosen. What? You'll learn when the time comes. Don't move! What are you doing here? You bastard! I guess I'll just wait for now. The fear of loss and the grief of despair will serve to create a new beauty. But until that moment... Ja, wie es aussieht, ist die Story vorbei von Vega. War ja relativ interessant, okay. Aber ich muss sagen, trotzdem der Vorgänger Street Fighter 4 hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Okay, hier der Teil ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gefällt mir schon sehr gut, das mit dem Ranked Match und so, das ist schon genial alles. Und ja, wir haben ja hier noch ein paar Charaktere vor uns auf jeden Fall. Aber man sieht ja, die sind ja auf jeden Fall immer die Story schnell durchgespielt. Naja, Street Fighter, was will man da erwarten? Also, als die eine große Story hätten. Das ist halt so eine kurze Story dann mit den tollen Bildern, wo da im Hintergrund sind. Also, das finde ich schon ziemlich gut. Könnte zwar etwas besser sein noch, aber es ist ganz okay. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann natürlich zuerst wieder Ranked Match. Und dann einer aus der Story. Und auf jeden Fall, wenn halt Story vorbei ist, werden wir halt nur online zocken. Und ja, dann versuchen wir hier Herausforderungen hinzubekommen. Da werde ich hier auch nochmals dann...